Also ich glaube, dass jedes Museum, das sich schwerpunktmäßig dem 19. Jahrhundert widmet, dieses Bild einmal in seinen Räumen zeigen möchte. Und es ist uns gelungen, weil wir Manets Bild, was ansonsten hier hängt, eine weitere Ikone des Impressionismus, nach Chicago gegeben haben. Sonst wäre das nicht möglich. Wir kennen ja all die anderen Impressionisten, die viel bekannter sind, ob das Monet ist, ob das eben Manet ist, ob das Pissarro ist. Aber es ist immer Sonnenschein, es ist immer Natur. Und jetzt bei Cabot, in diesem Riesenbild, ist es ein regnerischer Tag. Und es ist die Stadt, die gerade auch sich, in dem Falle Paris, die sich gerade auch urban neu erfindet. Und es ist das modernste Bild einfach und es erinnert immer sehr stark an eine Fotografie. Wenn die Mona Lisa hier hängen würde und wir würden die annoncieren, würde auch keiner sagen, das ist ja ein Etikettenschwindel. Dieses Werk ist als einziges Werk, eines der großartigsten Bilder. Das eine Werk ist schon ein Erlebnis, das kann, oder Ereignis. So, Sie sehen, wie er gesammelt hat, Sie sehen die ganzen anderen seiner Kollegen. Ob das jetzt Van Gogh ist, ob das Renoir ist, ob das Pissarro ist, ob das Cézanne ist, all die sehen Sie natürlich mit dieser Straße im Regen zusammen.